Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Okami. Hier in Pongtan hieß dieses Dörfchen, glaube ich. Und wir haben uns hier in der Vorstellung umgeschaut. Und das wollen wir jetzt nachholen. Dann gehe ich erstmal hier runterglitschen. Ja, toll, das sah aber irgendwie aus. Okay, dann gehe ich eben hier lang. Passt schon. Kann ich mir aufnehmen? Okay. Bleib sofort stehen! Bist du so eine Art Wolf? Du kannst kein gewöhnlicher Wolf sein, wenn du so nach Pongtan reinkommen konntest. Wir verlangen, dass du dich vorstellst. Das ist seltsam. Normalerweise können wir Tiere verstehen. Ich habe keine Ahnung, was in dem Kopf dieses Wolfes vorgeht. Aber diese seltsame Bemalung. Das göttliche Instrument sieht aus wie... Ich habe so auch so ein Gefühl, als hätte ich das schon einmal gesehen. Okay, das heißt, wir kommen hier quasi noch nicht rein. Was haben wir hier? Teleschnecken? Da dachte ich mir doch, dass da irgendwas passiert, wenn ich dagegen dongle. Oh, Sonnenenergie. Schön. Krieg ich das nochmal? Nee. Und wenn ich es zerstöre, kann ich nicht, oder wie? Doch, kann ich. Na gut. Dann gehen wir halt mal hier weiter hoch. Ah, was seht ihr mal? Das stimmt ja, hier würden wir eigentlich eintauchen. Es geht aufwärts. Ach, okay. Aber nur kurz. Schön, schön. Was haben wir denn hier? Das sieht aus wie dieses eine Pokémon, das den einen von Team Rocket immer verschlungen hat. Na mal auf da. Bevor ich darüber gehe, gehe ich aber da rein. Schon wieder so ein Ding. Okay. War es nicht so der Burner? Ja. Ja, nur wenn ich kurz im Kopf gekratzt habe und mit dem Nunchuck jetzt dann eben wieder runter bin, hatte ich jetzt wieder gedacht, ich weiche auch und aus und ich bin wieder drin gewesen. Schön. Zack. Da hinten. Und flupp. Nein, ich will da nicht rein. Ich will erstmal hier gegendengeln. Kaputt machen. Einfach nur, weil es kann. Schon wieder diese Dinger. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich der dritte Magen schwieriger füllen lässt als die vorigen beiden. Aber es kann mir auch nur so vorkommen. Yeah, München. Lass dich mal aufnehmen. So. Das sieht so aus, als müsste man da wieder was hinten ranmalen. Frau Siegel, hm? Sieh nur dein weißes Fell und diese seltsamen roten Zeichen. Wenn ich mich nicht irre, dann bist du Amaterasu. Nein? Daran gibt es gar keinen Zweifel. Ishaku sagte, du hättest das Land der Lebenden schon vor langer Zeit verlassen. Aber hier bist du. Was hast du bloß in der ganzen Zeit getrieben? Ich nehme einmal an, es macht keinen Sinn, dir irgendwelche Fragen zu stellen, meine Liebe. Nun dann, ich glaube, ich kann dir mir schon denken, warum du hier bist. Kein Zweifel, du möchtest, dass ich dir ein Siegel mache, wie ich es vor 100 Jahren tat. Meine Fähigkeit, Siegel zu erstellen, ist unübertroffen. Ich schätze, daran kannst du dich erinnern, was? Siegelmacherin Frau Siegel. Nun, ich wäre natürlich glücklich, dir eins zu machen, aber ich kann dir leider keinen großen Rabatt gewähren, nur weil du eine Göttin bist. Der beste Preis, ist, den ich dir machen kann, ist... 99.999 Yen. Billiger kann ich es nicht machen. Ich würde sagen, das ist immer noch ein Schnäppchen, wenn man meine Fähigkeiten bedenkt. Äh...
Ich wüsste erstmal gerne, was das bringt, mir ein Ziegel zu machen. Du bist verrückt. Was? Verrückt ist, ein solches Angebot abzulehnen. Ich weiß wirklich nicht, ob 99.999 Yen billig oder teuer ist. Aber ich weiß, dass es in dieser Welt gibt. Du bekommst das, wofür du bezahlst. Aber geil, ich habe keine Zeit zu tratschen. Verschwinde jetzt. Hallo? Ja, ich dachte, das ist vielleicht wie bei Majora's Mask. Da gab es ja diesen einen Deko-Händler unten in dem Loch. Wenn man da zuerst ablehnt, dann macht das billiger. Du siehst, das kann man doch sicher noch irgendwie billiger machen, oder? Aber gut zu wissen, dass, man, wenn man raus und wieder reingeht, dass man das wieder machen kann. Weil da wüsste ich es gerne erstmal, was das Siegel bringt. Muss ich mal gucken. Wenn ich da selber schlau mache. Und das dann im nächsten Part eventuell hole. Weil das Geld hätte ich ja, aber es ist halt schon ziemlich teuer. Oder, ja, falls ich es im nächsten Part nicht geholt haben sollte, dann bitte in die Kommentare, was das bringt und ob man das auch irgendwie billiger machen kann. Würde mich doch schon sehr interessieren. Und runter. Boah, ich dachte gerade, ich springe daneben. Ach so, bei der Riesenbohne waren wir schon, ja. Ich musste mich gerade orientieren. Aber hier drüben können wir noch gucken. Die haben interessante Türen. Will ich mal so angemerkt haben. Zack. So, und dann können wir mal schauen. Gibt es doch sicher noch irgendwas, wenn man so mühselig da hochkommt. Nicht? Okay. Ich dachte, da passiert vielleicht irgendwas. Da war ein Zeichen drauf. Das ist schon mal interessant. Oh, ist das ein trojanisches Pferd? Es war zumindest in Hull. Aufnehmen. Na du. Hey, es ist erstaunlich. Ein Wolf von der gleichen Größe wie wir. Das ist ein bisschen verdächtig, wenn du mich fragst. Wie hast du es geschafft, so weit innerhalb Your Sprit zu kommen? Sogar der Eunerstamm kann es nicht lange in diesem Wald aushalten. Alle anderen Kreaturen sterben sofort im Wald. Vor langer Zeit ist hier sogar ein Eunermädchen mal verschwunden. Sie war dem Tode nahe, armes Ding. Eine von unserem Stamm, Isun, hat sie da draußen gefunden. Er hat ihr geholfen, den Weg zurück zum Rand des Waldes zu finden. Es ist komisch, dass ich mich nach alter Zeit an sie erinnere. Ich schätze, sie muss mittlerweile erwachsen sein. Das ist interessant. Also Isun ist wohl wirklich in Ordnung, so wie es hier klingt. Und jeder kennt Isun. Will er etwa deswegen nicht zurück? Ist er hier sowas wie ein Held und würde hier nicht in Ruhe gelassen werden? Ich denke, das wird man auch noch früher oder später erfahren, aber momentan wird der Eindruck... Wird der Eindruck von Isun doch positiver, nach dem, was man hier so hört. Aber nerven kann er trotzdem. Okay, wer bist du denn? Du bist ein bisschen zu klein für einen Wolf, oder? Und du trägst die eine seltsame Bemalung. Du bist der erste Besucher in diesem Dorf, der kein Koropokel ist. Mein Name ist Mia. Sehr erfreut, deine Bekanntschaft zu machen. Okay, die ist wichtig. Wenn die schon so vorgestellt wird. Koropokel-Mädchen Mia. Weißt du, da war neulich ein verlorenes Kind im Wald. Sie ist sogar noch tiefer in den Wald gewandert. Und dann ist sie durch das Geistertor verschwunden. Sie schien irgendwie besessen zu sein oder sowas. Oh, das klingt gar nicht gut. Hey,
Her damit mit den Infos. Das Geistertor ist ein Relikt, das sich noch tiefer im Wald befindet. Das ist ein seltsames Tor, das einen an andere Orte und Zeiten bringt. Aber die Leute sagen, dass das Tor zu öffnen Unglück bringt. Wir Koropoke halten uns immer fern davon. Ja, das ist immer diese schöne Musik bei wichtigen Gesprächsthemen. Ich mag die. Aber als ich das Mädchen tiefer in den Wald gehen sah, bin ich ihr gefolgt, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Ich sah, wie sich das Tor öffnete, als sie davor stand. Und dann war sie auf einmal verschwunden. Glaubst du, ich sollte es dem Ältesten erzählen, Wölfchen? Ja! Knuff. Sollte ich dir noch einmal über das Geistertor erzählen? Nein. Nein, 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 nein. Danke. Ich habe mich jetzt nicht getraut, das vorwärts zu drücken, dass das schnell kommt. Weil ich nicht wollte, dass ich versehentlich auf Jörg komme. Ich hoffe, das Mädchen, das durch das Geistertor verschwunden ist, ist okay. Glaubst du, ich sollte es dem Ältesten erzählen? Ja, Knuff. Hallo, du da? Hotaru. Wow, wir haben hier normalerweise keine Tiere. Die Bäume in diesem Wald verströmen seltsame Pollen. Die meisten Tiere und Monster halten sie fern, da sie diese nicht vertragen können. Wir haben Glück. Dadurch war unser Dorf all die Jahre sicher. Auch wenn in letzter Zeit mehr Monster herumschleichen. Sie kommen immer tiefer in den Wald herein. Du bist ganz schön klein für einen Wolf und du hast eine seltsame Benahmung. Aber du scheinst kein böser Wolf zu sein. Und das ist es, worauf es ankommt. Ja, genau. Das hast du richtig erkannt. Die haben so Käfer als Hüte, kann das sein? Das ist ja interessant. Die Hüte sehen zumindest aus wie so Käfer und die waren auch teilweise an den Wänden. Ist ja cool gemacht. Das gefällt mir richtig gut. Schön. Ein Kristall. Da drüben war ich, glaube ich, schon auf diesem einsamen Ding. Hä, was ist das hier? Kann ich hier, zack. Ne? Aber hier kann ich doch sicher was buddeln. Das sieht schon so verdächtig aus. Oha, ein Riesenkleeblatt. Ja, okay, was heißt riesig? Wir sind klein. Natürlich ist das Ding riesig. Ja, genau. Das wollte was von dir bekommen. Nee, aber hier kann ich jetzt nicht irgendwie... Nee, ich buddel drumherum. Okay, keine Ahnung, was das für Dinge sind, aber scheinbar kann man nichts mitmachen. Hier sind nämlich auch so Käfer. Sehr interessant gemacht. Hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht drin. Doch, stimmt ja. Die hat ja vom Geistertor erzählt. Ich guck jetzt gerade mal nochmal zu den Wachen. Ob man da nicht doch irgendwie durchkommen kann. Vielleicht mit dem hier. Halt, dem hier. Bleib sofort stehen. Ich erinnere mich, wo ich dich schon einmal gesehen habe. Du siehst genauso aus wie dieser Wolf aus der Bildrolle im Haus des alten Ishaku. Heißt das, dass du ein Freund von unserem ältesten Ishaku bist? Ja. Das dachte ich mir. Dann sollten wir dich lieber reinlassen. Das ist das Haus von Ishaku, dem ältesten der Koropoke. Er ruht sich gerade im Haus aus. Bitte geh hinein. Er ist alt und recht schwach geworden. Seine Augen sind schon ganz schön schlecht und berücksichtige das. Mach ihm keine Schere rein. Ja gut, aber ich würde sagen, zu dem Alten gehen wir dann im nächsten Part rein, wenn es wieder heißt... Let's play Okami. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.